Hallo und herzlich willkommen bei Sportsgeist Heilbronn. Heute geht es um ein sehr interessantes Thema, welches in vielen verschiedenen Bereichen immer wieder aufgegriffen und diskutiert wird. Es geht um die Behauptung, dass die Menschen früher viel weniger Krebs hatten, als es heutzutage der Fall ist, vor allem in Zeiten des Zweiten Weltkrieges. Dadurch, dass das Ganze in verschiedensten Bereichen immer wieder Anklang findet und diskutiert wird, gibt es natürlich auch aus diesen unterschiedlichen Bereichen unterschiedliche Argumente. Beispielsweise, wenn wir uns hier den großen Themenbereich der Ernährung anschauen, dann wird immer wieder gesagt, dass die Menschen heutzutage ein viel minderwertiges Essen haben, sehr viele verarbeitete Lebensmittel essen, die zum Teil natürlich auch noch sehr belastet sind von Schadstoffen, gar keine Nährstoffe mehr drin sind und das alles dazu führt, dass wir Menschen mehr Krebs bekommen. Definitiv ist es so, dass die Menschen früher viel hochwertigere Nahrung hatten, wenn sie überhaupt Nahrung hatten. Und das impliziert gleichzeitig, dass die Menschen früher viel mehr gefastet haben, als das heutzutage der Fall ist. Man weiß, dass durch einen Fastenprozess der Körper immer in eine Selbstheilung geht. Das heißt, er hat immer die Möglichkeit, auch hier wieder, wenn die Ressourcen da sind, sehr viel selbst zu optimieren. Das wäre auf jeden Fall ein Argument, um zu erklären, dass es früher weniger Krebs gab als heutzutage. Ich sehe das Ganze aber nicht als alleinigen Grund an, sondern sehe hier das vielleicht als kleinen Teilaspekt an, den man definitiv aufgreifen kann und der seine Berechtigung hat. Es gibt beispielsweise auch das Argument der Hygiene. Das sind vor allem diejenigen, die sagen, es gab früher genauso oft Krebs, wie es heutzutage der Fall ist. Warum? Weil früher die Hygiene viel, viel schlechter war, als das heutzutage der Fall ist. Und wenn man sich dessen anschaut, dann stellt man sehr schnell fest, dass wenn früher eigentlich fast gar keine Hygiene da war, weil es einfach gar nicht die Situation zugelassen hat und die Menschen ja komischerweise trotzdem ihre Krebserkrankungen hatten oder zumindest immer wieder Krebs auch vorkam in der Gesellschaft, dass das mit der Hygiene an sich eigentlich gar nichts zu tun haben kann, weil wir heutzutage natürlich viel, viel mehr Hygiene haben, aber auch zumindest, wenn man eben sich das Ganze anschaut und auch ein paar Statistiken sich zu diesem Thema anschaut, immer mehr Krebserkrankungen haben. Dann wird auch immer wieder das Thema der Umweltgifte aufgegriffen. Hierbei gibt es auch unterschiedliche Sichtweisen, denn der eine sagt, ja, früher war es so, dass wir sehr, sehr viel mehr Ausstoß hatten durch die ganzen Fabriken, dadurch, dass das nicht gefiltert wurde, bevor es in den Himmel gestoßen wurde. Wir hatten sehr viel Schadstoffausstoß, die Luft war überhaupt nicht rein, wir hatten sehr, sehr viel Feinstaub durch den Krieg, durch das, was eben alles gesprengt wurde, was entsprechend auch an Munition verfeuert wurde. Das sind alles Dinge, die dazu führen, dass wir früher schon sehr viele Umweltgifte im Umlauf hatten. Aber wenn wir uns das heutzutage anschauen, dann haben wir natürlich heutzutage auch noch sehr, sehr viele Umweltgifte in der Luft. Es wird aber zumindest ein gewisser Teil immer wieder rausgefiltert, weil es Luftfilteranlagen gibt in den ganzen Fabriken, die das eben verhindern sollen, weil auf verschiedenste Dinge geschaut wird, dass der Schadstoffausstoß eben immer so gering wie möglich gehalten wird. Das heißt, die Umweltgifte können hier auch nicht dazu führen, dass es beispielsweise heutzutage mehr Krebs gibt als damals, weil damals definitiv mehr Umweltgifte auch unterwegs waren und die Menschen vor allem sich davor gar nicht hätten schützen können und vor allem auch gar nicht wussten zu einem Großteil, dass das eben alles so unglaublich gesundheitsschädlich ist. Das heißt, wenn man sich jetzt mal alleine diese drei Argumente anschaut, dann ist nur der Aspekt der Ernährung aus meiner Sicht ein Punkt, an dem man weiter festhalten kann und auch weiter sich das Thema anschauen kann. Wenn ich mir aber das Thema Krebs anschaue, dann ist es so, dass ich mich hier immer der fünf biologischen Naturgesetze bediene und dem sinnvollen biologischen Sonderprogramm, wie der Krebs dort eben genannt wird. Für mich ist der Krebs keine bösartige Erkrankung, die den Menschen befällt und den Menschen dazu bringt, dann wirklich sehr viel Leid ertragen zu müssen und dann auch verenden zu können, wenn niemand hilft. Denn so wird es eben immer sehr dramatisch
angstvoll und panikvoll dem Patienten überbracht, wenn er diese Diagnose hat und eben in der Schulmedizin behandelt werden soll. Ich sehe das Ganze eben als Sonderprogramm, als Heilungsprozess durch entsprechende biologische Konflikte, die gelöst werden. Und wenn man sich dessen anschaut, wenn man sich das betrachtet, wie das denn früher war und wie das denn heute war, dann gibt es hier immer wieder eine falsche Herangehensweise an diese Thematik, weil viele nutzen das, um erklären zu können, dass es früher viel weniger Krebs gab, als es heutzutage der Fall ist, und versuchen damit auch diese fünf biologischen Naturgesetze gewissermaßen auszuhebeln. Das liegt aber daran, weil sie eine falsche Grundlage haben. Und zwar hatte ich da einen Kommentar gestern unter meinem Video, in dem es hieß, ja, die Menschen hatten ja früher viel mehr Konflikte als die Menschen heutzutage. Sie hatten früher stetig die Angst, dass ihnen etwas passieren könnte. Sie hatten früher immer wieder Szenarien, in denen sie flüchten mussten, sich ein sehr sympathikotoner Zustand gebildet hat. Die Menschen hatten früher nicht mal die Sicherheit, dass sie so viel Nahrung haben, dass sie überhaupt überleben können. All das ist definitiv ein Faktor, den man berücksichtigen muss. Man muss sich aber auch das Thema ein bisschen anders anschauen, weil das ist wiederum mehr ein seelischer Konflikt als ein wirklich biologischer Konflikt. Beim biologischen Konflikt, vor allem bezogen auf das Thema Krebs, ist es unglaublich wichtig zu verstehen, dass dich ein biologischer Konflikt ganz plötzlich und unerwartet treffen muss. Und wenn wir uns jetzt einmal anschauen, wie die Menschen früher gelebt haben und wie die Menschen heutzutage leben, dann ist es heutzutage viel normaler, dass dich etwas auf dem falschen Fuß erwischt, als das früher der Fall war. Warum? Weil die Menschen auf ganz andere Dinge vorbereitet waren. Das sieht man auch jetzt in den letzten 12 Monaten. Wenn es jetzt Einschränkungen gibt, Maßnahmen gibt, dann sind die meisten Menschen völlig aus dem Haus und hätten sich das niemals vorher vorstellen können, weil sie eben in ihrer eigenen Blase leben. Die Menschen früher, die waren auf alles gefasst. Sie waren vorbereitet, sie hatten sicherlich auch mehr Angst, aber diese Angst hielt sich natürlich auch in Grenzen, weil sie eine ganz andere Einstellung zum Leben hatten. Dadurch hat schon mal alleine durch diese Einstellung ein biologischer Konflikt gar nicht so die Möglichkeit, überhaupt aufzutreten, weil einfach die Einstellung, weil die Herangehensweise und das Bewusstsein ein ganz entscheidender Punkt darstellt, wenn es darum geht, bekomme ich einen biologischen Konflikt oder bekomme ich keinen. Dadurch, dass die Menschen heutzutage, was das Bewusstsein angeht, was diesen Überraschungseffekt angeht, viel weniger dabei sind, viel weniger vorbereitet sind, sehe ich eben das genau so, dass die Menschen heutzutage auch sehr viel anfälliger sind für biologische Konflikte. Und das wäre dann wiederum ein Argument zu sagen, ja, die Menschen hatten früher viel weniger Krebs als die Menschen heutzutage. Aber das hat eben nichts mit der Ernährung zu tun, das hat nichts mit der Hygiene zu tun, das hat auch nichts mit Umweltgiften zu tun. Dann ist es vor allem so, dass wenn diejenigen einen biologischen Konflikt hatten und sie entsprechend festgestellt haben, dass sie Symptomatiken haben, die sie vielleicht auch ruhig stellen sollten, weil das ist eben ganz häufig so, dass der Körper dafür sorgt, dass du dich schlapp fühlst, dass du eben versuchen sollst zu regenerieren und vor allem bewusst zu werden über den biologischen Konflikt, sodass du diesen nicht wieder neu durchführst, dass dieser nicht wieder neu geschieht, damit es zu keinen Rezidiven kommt. Das heißt, dass das Ganze immer und immer wieder stattfindet. Und die Menschen hatten früher mehr die Möglichkeit, tatsächlich auch mal zu ruhen, auch mal sich die Zeit zu nehmen, weil sie eben auch einen ganz anderen Stellenwert hatten zu ihrer Gesundheit. Und das ist wiederum auch ein Faktor, der zeigt, dass die Menschen, die vielleicht früher genauso viel Krebs hatten, aber anders mit dieser Thematik umgegangen sind und vor allem mehr auf ihren Körper gehört haben, gar nicht es aufgefallen ist, dass sie womöglich eine Veränderung im Körper haben, die heutzutage vor allem durch die Diagnostik erst zu einer Krebsdiagnose wird. Das heißt, man kann schlichtweg nicht sagen, ob das früher weniger war, ob das früher mehr war oder wie es sich auch heutzutage verhält. Aber was man feststellen kann, ist, dass, wenn man sich die biologischen Naturgesetze anschaut und sich anschaut, wie ein biologischer Konflikt abläuft, dann haben wir hier sehr viele Argumente dafür, dass der Mensch früher
vielleicht auch sehr viele Konflikte hatte, aber diese Konflikte selbstständig gelöst hat, diese Konflikte auch ganz anders angesehen hat, ein anderes Bewusstsein dafür hatte, es nicht diagnostiziert wurde und die Menschen vor allem, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den ich zu sprechen kommen möchte, gar nicht so viel Hygiene hatten, damit mehr Mikroben im Körper hatten, die den Menschen geholfen haben, diese Konflikte auch wieder aufzulösen. Wie ich es in vielen anderen Videos bereits erklärt habe, ist es zwangsläufig notwendig, Mikroben im Körper zu haben, die an diesen Stoffwechselprozessen mitarbeiten, damit eine konfliktaktive Phase richtig verlaufen kann und eine konfliktgelöste Phase richtig verlaufen kann. Wie sieht es denn aber heutzutage aus bei dieser extremen Hygiene, die überall stattfindet? Man darf heutzutage ja fast nichts mehr an den Händen haben, denn sonst ist man direkt eine Bakterienschleuder, ist eine Gefahr für andere Menschen. Das löst natürlich auch wiederum eine Angst aus, ein sympathikotoner Zustand. Die Einstellung der Menschen geht immer mehr ins Extreme. Es wird immer mehr Hygiene betrieben und wir haben dadurch natürlich auch viel weniger Mikroben in unserem Körper. Ich kann mich da noch sehr gut an einen Satz von meinem Opa erinnern: Dreck reinigt den Magen, du musst Dreck fressen, damit es dir gut geht. Und wenn ich da immer wieder zurückdenke, dann ist es auf jeden Fall eine Sache, da wussten die Menschen früher mehr. Das war natürlich auch eine Sache, die in der Gesellschaft so rumgegangen ist, weil die Situation und die Hygiene eben ganz, ganz anders war. Sie war praktisch nicht vorhanden und die Menschen haben früher natürlich sehr viel mehr Mikroben durch die Nahrung aufgenommen und hatten natürlich auch ein ganz anderes Verhältnis zu Bakterien, zu Pilzen, zu Viren, zu Zecken, zu irgendwelchen Parasiten. Das war eine ganz andere Sichtweise. Sie wussten vielleicht nicht, dass sie das brauchen und dass das wichtig ist für die Gesundheit, aber sie hatten vor allem nicht diese massive Abneigung und diese massive Angst, die Menschen heutzutage haben und das für mich auch ein Grund darstellt, warum die Menschen heutzutage eventuell gesehen deutlich mehr Krebs dann doch haben als die Menschen früher. Aber ich bleibe bei der Meinung, dass ich sage, die Menschen waren früher genauso von Krebs betroffen, als es heutzutage der Fall ist, weil einfach die Diagnostik dahinter nicht da war. Denn ihr müsst verstehen, und das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das einmal überdenkt und dass ihr da vielleicht für euch selbst auch mal nachforscht, wie es denn in der Familie aussieht, wie es vielleicht bei euch selber auch aussieht. Jeder Mensch hat im Laufe seines Lebens immer wieder einen Zustand, der, wenn man ihn diagnostizieren würde durch bildgebende Verfahren, ein Krebszustand wäre. Und das wissen viele nicht, denn nur unter der Beobachtung, nur unter der Feststellung, dass dort eine Zellvermehrung stattfindet, die ganz normal ist, wenn der Körper sich heilen will, durch Selbstheilungskräfte, wo eben auch die Mikroben dran beteiligt sind, dann würde immer wieder festgestellt werden, dass derjenige Krebs hat. Vor allem, weil natürlich die Welt auch viel aufgeklärter ist im negativen Sinne, weil sie sich sagen, ich habe eine Symptomatik, da muss irgendetwas dahinter stecken, ich habe eine Krankheit, ich muss damit ganz schnell zum Arzt, weil es mir so wichtig ist, dass ich eben weiter am Leben teilhaben möchte, dass meine Gesundheit gewahrt ist. Dann wird zum Arzt gegangen, der macht dann zum Beispiel einen Ultraschall oder macht womöglich auch ein MRT auf Verdacht und dann wird festgestellt, dass diese Zellvermehrung ein Tumor darstellt. Früher wäre das niemals so weit gekommen, weil die Menschen eine ganz andere Einstellung hatten. Und wenn sie vielleicht 5, 6 Symptomatiken hatten, abgeschlagen waren, Gewicht verloren haben, dann haben sie sich auch zur Ruhe begeben, haben sich eben auch diese Ruhe genommen und hatten nicht diese massive Angst, dass dahinter eine ernsthafte Krankheit stecken könnte, weil sie ein ganz anderes Drumherum hatten. Die hatten ganz andere Probleme. Denen war es wichtig, dass sie vielleicht nicht gefunden werden oder dass sie mitten auf der Straße Opfer von Gewalt beispielsweise werden. Aber die haben dann eben die Möglichkeit genutzt, sich auch mal zur Ruhe zu begeben, auszukurieren, den Körper selbst heilen zu lassen, mit Unterstützung auch noch von einigen Hausmittelchen, die aber aus meiner Sicht da nicht den Großteil dazu beisteuern, dass es demjenigen danach wieder gut geht, sondern das macht der Körper selbst, wenn er auch entsprechende Ressourcen hat. Und das
führte dazu, dass die Menschen dann früher einfach auch nie diese Diagnose großartig bekommen haben, weil sie diesen Zustand einfach ausgehalten haben und es ihnen danach ja auch wieder besser ging. Das ist ja auch das, was ich immer wieder erkläre. Erst die Behandlung, erst die schulmedizinische Behandlung führt zu mehr Problemen. Und das sieht man ja auch, wenn man sich einfach mal in der Alternativmedizin anschaut, wie gegen Krebs vorgegangen wird. Sehr viele Menschen, die schon 2-3 Mal in der Schulmedizin behandelt wurden, haben eine weitaus schlechtere Prognose, das Ganze zu überleben, als Menschen, die direkt in die Alternativmedizin gehen. Das ist natürlich kein Zufall, sondern liegt daran, dass die schulmedizinischen Maßnahmen demjenigen nicht helfen, sondern auf Dauer mehr schaden. Und das muss man erstmal erkennen und dann kann man sich auch immer mehr in das Thema der 5 biologischen Naturgesetze einarbeiten, weil man dann auch versteht, wie die Prozesse tatsächlich ablaufen. Wenn wir abschließend zum Fazit kommen, dann kann ich nur sagen, ich bin der Meinung, dass es früher genauso viel Krebs gab wie heutzutage, bloß wurden diese Krebserkrankungen so gar nicht erkannt und der Körper hat eben aufgrund eines konfliktgelösten Zustandes, einer konfliktgelösten Phase, alles richtig gemacht, hat den Körper geheilt und diejenigen wären nie auf die Idee gekommen, sich hier vom Arzt dumm und dusselig diagnostizieren zu lassen. Und heutzutage ist es genau das Gegenteil. Die Menschen rennen sofort hin, weil sie Angst haben, dass irgendetwas sein könnte, weil die Angst des Krebs ja immer überall gestreut wird und jeder auch irgendjemanden kennt, der das Ganze schon mal hatte. Und dann nimmt das Ganze einen riesengroßen Kreislauf an und dann findet erstmal eine Diagnostik statt. Und ohne diese Diagnostik, wenn der Körper eben dann auch in einer konfliktgelösten Phase ist, die Mikroben da sind und man vor allem auch dafür sorgt, dass der Körper sonst auch noch alle möglichen Ressourcen hat, damit eben auch eine konfliktgelöste Phase bestens ablaufen kann, dann hätten wir gar nicht diese erhöhte Diagnostik von Krebszuständen. Das ist meine Meinung. Ich weiß, es gibt einige, die haben da eine andere Meinung. Das ist aber auch gut so, denn jeder muss für sich selbst rausfinden, was er mehr befürwortet und wonach er dann auch geht, sollte er eventuell auch mal betroffen sein, was ich natürlich niemandem wünsche. Jetzt würde mich interessieren, wie du dieses Thema ganz persönlich siehst. Du hast bestimmt auch Oma, Opa gehabt oder hast sie noch, die vielleicht auch noch dir übermittelt haben, was sie damals einfach für eine Einstellung hatten, wie sie auch mit diesen Thematiken vielleicht umgegangen sind. Oder wenn du sonst etwas dazu zu sagen hast, also deine eigene Meinung, dann lass es mich wissen in der Kommentarsektion unter dem Video, würde mich sehr, sehr freuen. Sollte dir dieses Video gefallen haben und dich selbst zum Nachdenken gebracht haben über diese These, dann gib diesem Video doch bitte einen Daumen nach oben. Und wenn du Freunde und Bekannte hast, die dieses Thema vielleicht auch interessiert, sie sich das auch mal von einem anderen Blickwinkel aus anschauen möchten, dann teile diesen Personen doch bitte dieses Video hier von mir. Solltest du noch kein Abonnent meines Kanals sein, dann hol das doch bitte jetzt einmal nach, um täglich neue Videos zum Thema Gesundheit von mir zu erhalten. Und ganz wichtig, wenn du schon abonniert hast, dann aktiviere doch bitte die Glocke, um auch sicherzustellen, dass du jedes neu hochgeladene Video von mir auch angezeigt bekommst. Bis zum nächsten Mal, euer Ingmar Bieder.